Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Far Cry 5 mit dem Knolli. Guckt ihn an. Jawohl, guckt mich an. Den hübschen Kerl da. So, vorgeschlagen wurde ja, dass wir nach Edens Fall gehen. Oder wie, ne, wie heißt Fall End? Ne, wie heißt der Ort? Du scheinst, also auf den Namen vergessen. Irgendwo im Westen drüben. Keine Ahnung, was du meinst. Aber du bist verdammt laut. Voll. Voll. Okay, Falls End oder so, wie das heißt. Wir müssen nach Westen. Das heißt, wir nehmen das Boot. Ich habe das Boot markiert. Okay, wir nehmen das Boot. Und dann gehen wir rüber zu dem riesigen Apfel, was das ist da hinten. Wir müssen unsere Partnerin befreien. Ach, da drüben, ja, die, das wäre mal von Vorteil. Das wäre in der Tat von Vorteil. Aber bis jetzt finde ich das Spiel geil, muss ich sagen. Ja, da ich sowieso ein Far Cry Fan bin, also ein Ubisoft-Fan. Da ist ein Fisch, den kann man eigentlich fangen. Töte sie! Bin dabei, weil ich sitze im Wasser. Ich bin getakedowned. Das Tal wird langsam zum Kriegsgebiet. Die Sekte reißt Nahrung, Waren und Ausrüstung an sich. Alles, was ihnen in die Hände fällt. Sogar Menschen. Der ist nicht recht motiviert auf uns. Jagt sie aus ihren Häusern. Und zwingt sie, sich der Sekte anzuschließen. Also komische Augen. Wer sich weigert, tja, dem ergeht es richtig mies. Am schlimmsten sieht's um Falls End aus. Fang am besten dort an. Warte, du musst aufhören, auf ihn zu zählen. Hey, kein Trink, Leute. So richtig losgängen soll Merle seinen Truck zum Trailerpark am Silver Lake gebracht haben. Der Kerl kann kämpfen, aber ich fürchte, das hier könnte eine Nummer zu groß für ihn werden. Alles klar, die begeben mir ein paar nützliche Informationen. Ja, die geben alle von uns. Das wäre. Alle haben mich erschreckt. Da bin ich Dogge. Oh. 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 Ah, blöd, dass man momentan nur eine Zweihandwaffe verwenden kann. Ja, das können wir nachher noch skillen. Halt, da hinten ist ein Ding, irgendwas zum Plündern. Da fährt irgendwas zum Plündern, oder? Aufhalten! Hier sind die Räder auseinander. Okay, jetzt kann die. Oh, er bleibt stehen. Oh lol, jetzt wieder Akku. Fahr ist down, der Fahr ist down. Ja, ich hab ihn, ja. Oder hast du ihn? Ist ja egal, wer hat's. Irgendwie hat ihn. So. Ja, gib die Ware, gib die Ware. Was ist das? Oh, schau, vielleicht für dich ein schweres Maschinengewehr. Na, das ist überhaupt nicht mein Spielstil. Meine Augen nicht, ich bin ja sneaky. Das ist nicht mein Spielstil. Das wäre so Dennis-Zeug. Pizza, oh, schau. Oh, da liegt ja wer. Truck wird weiterhin noch anzeigen. Kann man die verwenden? Oh, schau, ich kann reingehen. Ich will auch mitfahren. So. Ich will jetzt einfach Trucker. Wie scheiße auf das Ganze. Ja. Insekten und. Ich bin einfach Trucker. Unsere neue Bestimmung. Schieß mal! Schieß! Ja, ich bin Trucker, ich schieße nicht. Ich glaube, der gewonnen ist, oder? Ja, gewonnen ist auf jeden Fall. Weg mit euch! Okay. Ey, wo wollten wir noch schnell hin? Wie heißt die Ortschaft jetzt? Ich hab's vergessen. Bei mir wird rechts auf der Karte sein. Da? Merlis Bridge. Das ist oh, schau, ich kann sogar. Ich kann Bäume zerstören! Ja, du bist der absolute König, ist das. Ja, oh, das geht nicht mehr, Scheibenkleister. Ich bin Sneaky, Chris 2018, fährt durch den gesamten Wald und hat über alles drüber, was sich bewegt. Ah, ja, genau. Brenne! Ja, wir betreten. Warte mal, ich plündern. Ich schlag sie so gerne mit Baseballschlägern über, das ist so witzig. Ist noch wer? Ich weiß es. Bleib Einsatzpunkte erhalten. Kann ich da was klauen? Tatsache! Oh, ich kann. Warte mal, zum Lesen. Notiz des Managements an alle Mieter. Wir wissen, dass John sich in möglicherweise bedrohlicher Art und Weise an einige von euch gewandt hat, aber das ändert nichts daran, dass die Miete nach wie vor bezahlt werden muss. Es ist nicht das erste Mal, dass die Peggys uns bedroht haben. Bisher ist nichts Schlimmes passiert und es wird auch in Zukunft nichts passieren. Karen und Benny, alias The Management.
Oh! Knoll, ich spiele Arcade! Spiel ja, das habe ich schon gesehen. Ich kann es wohl nicht machen, weil du der Host bist. Ich kann eigentlich fast gar nichts machen. Ich kann nur Leute umbringen und Geld sammeln. Kill the VIP. Muss das Spiel dann offscreen noch abspielen. Durchspielen. Verlässliche Banne. Oh nein, das will ich nicht. Nö, ja, dann lassen wir's. Nein, du bleibst völlig da. Ja, lassen wir's. Boah, da geht gerade so das Barbecue ab. Was, wo? Hier. Was ist denn das da? Warum wird mir der angezeigt? War der was? Achso, ich kann mit dem nicht interagieren. Achso, muss ich den anklicken wieder. Ja. Danke, dass du uns da rausgeholt hast, Junge. Ich bin Merle. Merle Briggs. Diese Drecksäcke lassen mich jeden Tag bereuen, an dem ich sie mit ihren miesen kleinen Plänen durchkommen ließ. Ich wusste, dass sowas passiert. Aber ist jetzt auch egal. Erstmal müssen wir diese Leute beschützen. Ich weiß, wie wir es der Sekte heimzahlen können. Aber um das richtig zu machen, brauchen wir meinen Todeswunsch. Was machst du? Ich wusste, dass man ein bisschen wieder schlagen kann. Vergesse ich nicht. Oh nein, nein. Endlich einer, der was drauf hat. Hallo, Deputy. Gut, dass du zur Vernunft gekommen bist. Ja, auf! Das ist mein Truck. Leider. Mach schon, man freut sich. Ich hab gerade einen Baseballschläger weggeschossen. Okay, dann hör mal zu. Das ist mein Truck. Leider steht er in einer Werkstatt, die von diesen Wichsern überrannt wurde. Geh rüber zu US Auto Kraft, und hol ihn dir. Ich passe so lange auf die Leute hier auf. Okay. Wir treffen uns dort und dann knöpfen wir uns diese Arschlöcher vor. Da waren aber wenig Leute, ja? Ja, drei. Vor allem, das waren, glaube ich, mehr Zivilisten mit Waffen als die anderen Typen, aber ja. Wer sich gleich aufgeregt hat, weil er mal so ein bisschen Alu im Kopf gekriegt hat. Ja, ein bisschen, ne? Da war das Barbecue bei den Zelten da. Da steht wer? Töten? Oh, das ist safe! Scheiße, ich verstanden. Neue Angelgebiete. Warte mal, da nimmt irgendwer irgendwas mit. Was ist los? Was? Oh shit! Das sind noch immer Fighter. Da. Da rechts ist noch einer geflüchtet, der hat irgendwen mitgenommen. Was? Der hat mitgenommen? Ja, der hat ihn am Fuß weggeschliffen. Mal schauen, ob ich den wiederfinde. Da unten! Hast du? Warte kurz, da unten ist er. Der hat eine Krone. Ist das jetzt der Chef? In den Truck, ja genau. Hauptsache nur weil er eine Krone hat, hält er 10-mal so viel aus oder was? Wenn nicht du bist tot und du weißt es. Der braucht nur einen Schuss, Alter. Das ist schön. Ja, aber der Chef, der hat gerade 10 Schüsse kassiert. Ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Konflikt? Wo ist noch ein Konflikt? Wir haben keinen Konflikt. Ist noch wer? Ich hab keinen Konflikt mehr. Ja, auf, Mann! Hey, ich kann nicht reden, da ist irgendein Konflikt noch. Da muss noch einer sein. Ist ja kein Konflikt. Wer bist denn du? Andrew Smith. Reden. Gerüchten zufolge hat jedes Mitglied der Seed-Familie seinen eigenen Bunker. Kaufen, verkaufen will keiner. Was machst du da? Angeln. Was ist das für eine komische Angel? Ja, dass du es auch siehst. Ich versuche mal, ob ich da irgendwas fallen kann. Jetzt ist er weg. Und der Typ hin. Ah, da steht er. Nett, ja. Draußen bei Ray Ray, wann merke ich, was ich habe? Oder ob ich was habe? Ich gehe mal zurück und will nochmal versuchen, irgendwie den Tresor aufzukriegen. Und zum Lesen gab's auch noch was. Ich bin gerade ziemlich verwirrt. Ich verstehe das Angeln nicht. Oh, Schottgewehr, Munition. Wir sind alle Sünder. Ich bin kein Sünder. Oh, ich hab was. Was heißt was? Ein Fisch? Ja. Warte kurz, hier was zum Lesen wieder. Notiz der Hartland Family. Karen und Benny, John hat uns zu Tode erschreckt. Wir nehmen, was auch immer wir am Anleger finden und verschwinden. Es liegt etwas Geld auf dem Tisch, um die Miete für die nächste Woche, nächsten Monat abzudecken. Wenn alles wieder normal ist, kommen wir zurück. Versprochen, passt auf euch auf, die Hecklands.
Die steht Geld. Ich habe eine Regenbogenforelle gefangen. Hast du das bekommen auch EP-mäßig? Ja, EP habe ich was und es steht da, ich kann es verkaufen. Also ich versuche es jetzt nochmal. Oh. Okay, das hat mir nicht so funktioniert. Schlüssel muss ich irgendwo hier versteckt sein. Ich habe auf jeden Fall einen Erfolg freigeschalten. Da ist eine Schrotflinte im Schrank. Ja, da keine Ahnung, aber in welche Richtung muss ich ziehen, wenn der Fisch sich in eine Richtung bewegt? In die andere oder in seine? In gegengesetzte Richtung. Aber nicht zu fest, weil sonst reißt die Schnur. Dein Angler, Chris? Hab ich mal. Ein Amateurangler. Okay, ich habe noch eine Regenbogenforelle. Gut, ich habe das Angeln verstanden. Ich folge dir jetzt wieder. Aber ich habe dafür meinen Bogen irgendwo hingeschmissen, den ich jetzt nicht mehr finde. Ah nein, nicht mein Bogen, irgendwas anderes habe ich irgendwo hingeschmissen. Ah, wahrscheinlich so. Dein Baseballschläger. Oh, das kaufen, tut. Verkaufen. Wo kann man eigentlich wo da kaufen und verkaufen? Munition, Leute verkaufen. Hier bei mir gerade. Leute verkaufen. Regenbogenforelle, 100 gibt's dafür eine. Wo kannst du die verkaufen? Bei dir unten? Hier bei mir, ja. Kannst du bei irgendwen verkaufen, oder? Nein, das ist so ein komisches Schild. Komm her mal. Schau dir das mal selber an. Komm gleich, wir machen das aus. Das ist so ein komischer. Och, weiß ich nicht. No Trespassing Private Property. Ich weiß nicht, was das da liegt, dass ich da genau verkaufen kann. Ob das an einem Schild da liegt oder an einem Ding, aber. Auf ein Boot oder ein Wasserflugzeug. Also, Chris, wir könnten uns ruhig ein Wasserflugzeug kaufen. Ja, sicher, oder? Das was du zum Lesen. Mr. Hauser Cats Notiz. Karen Benny, scheiß auf John C. Dieser Psycho kann mich nicht einschüchtern. Wer mir helfen will, diese Absteige zu verteidigen, muss nur im Schuppen oder hinten unter den Kisten nachsehen. Im Schuppen oder hinten unter der Kiste. Bekommen wir mal beide Forellen. So. 100 mehr. Ich folge dir, Chris. Beziehungsweise komme ich jetzt erstmal wieder zu dir. Ja, die ersten paar Folgen werden wahrscheinlich genauso abreden, sich rumexperimentieren mit irgendeinem Scheiß. Ja, sicher, muss man wissen, wie was geht. Hä, welche Kiste meint denn der? Oh. Bin am Weg. Oh. What's that? Weg da. Ich hab eine Kiste. Oh, ich hab einen Bunker gefunden. Ich hab einen Bunker gefunden. Oh, ich bin runtergefallen. Du bist bester Mann. Das ist wieder ein Gewehr. Wait, what? Was ist ein Flammenwerfer? Ja, ich will den Bogen. So behindert, dass wir momentan keine zweite große Waffe nehmen können. Aber hier steht der Dynamit voll und so ganz Zeug. Hm? Ich habe einen Revolver statt der normalen Pistole da. Welche? Diese Kletter. Gesperrt. Nicht, das wollte ich nicht. Vielleicht die Gitarre. Verfügbare Punkte 2, das gönne ich mir doch jetzt mal. Ich kann 4 Sachen. Oh, Kletter. Also, Chris, falls du eine Maschinenpistole willst. Ne, die habe ich schon gesehen, die will ich nicht. Schalte den Kletterhaken frei. Finde geeignete Stellen in der Welt. Oh ja, Kletterhaken ist immer geil. Fallschirm. Oder Gleitschirm zumindest. Du schwimmst schneller? Ne, will ich nicht. Trage den Faust auf. Ich schaue mal nach, was man da alles kriegt. Ja, aber wann kann man jetzt. Ich habe 3 Vorteilspunkte. Ist ja klar, ne? Ja, aber. Ja, ich nehme mal den Kletterhaken. Ja, schon, aber schlecht. Wo ist jetzt das Dingens? Zusatzholster. Kannst du eine dritte Waffe tragen? Den Gleitschirm, den nehme ich auch. Da wahrscheinlich gleich den menschlichen Fisch. Dazu mehr Gegenstände nehme ich da. Trage mehr Faustwaffen, Munition und Nahkampfwaffen mit dir. Was? Trage mal, mehr. Irgendein Gegner spottet mich da gerade. Oh, das sind Leute. Das ist der. Die drückt ordentlich an. Ach, die kommen.
Wo sind wir? Boah, gut geschossen! Lol. Na? Na, ja? So lobe ich mir das. Du ging das an Häuser hochklettern auch in Teil 4, das weiß ich gar nicht mehr. Nein, das spiele ich mir nämlich nicht an. Hey. Hast du ihn geplündert auch? Nee, hat er nicht. Ja. Nee, hat er nicht. Oder? Oder können wir beide einen plündern? Ah, das ist gut, das ist gut. Warte mal, was ist denn eine Schrotflinte? Nein, das weiß ich nicht. Aber wenn du eine haben willst, es ist im Haus eine. Wenn du willst. Ja, ich überlege, ob ich eine nehme. Das ist ein Molotow? Nein, ein Bier. Okay. Ich glaube, ich erwarte zurzeit noch zu viel, was Waffen angeht. Oh, da ist noch was zum Lesen. Notiz der Callan Family. Familie. Hi Karen, die Sekte hat uns alle verängstigt, aber wir sind immer noch nicht sicher, was wir tun sollen. Die Haglands wollen fliehen, aber wir haben kein gutes Gefühl dabei, die anderen in Notzeiten im Stich zu lassen. Mr. Housecrat will bleiben und kämpfen, aber wir sind keine Kämpfer, wir wollen nicht sterben. Nach der Messe werden wir Pastor Jerome um Rat fragen. Er scheint immer zu wissen, wie man mit diesen Typen von Innsgate umgehen soll. Was ist denn hier alles drin? Was sind denn Schuppen? Ich weiß leider noch nicht, wo man dann erkennt, ob man in ein Haus hängen kann oder nicht. Ich probiere es einfach zur Tür gehen, entweder kommt es rein oder nicht, ne? Gibt es irgendwie eine leichtere Methode auch noch. Und da drin ist die Schrotflinte, glaube ich, wo du jetzt bist. Ja, genau, da rechts jetzt. Warte, ah ja. Ja, okay, ich nehme es. Und da hinten ist der Tresor im Schlafzimmer, aber ich habe hier keinen Schlüssel gefunden. Ich habe mir gedacht, der ist vielleicht irgendwo im Haus versteckt, aber ist anscheinend nicht. Vielleicht irgendwo neben dem Haus? Kombinationen mit Schlüssel oder was? Ne, es steht verschlossen, also schätze ich mal, dass es einen Schlüssel geben wird. Nein, schaut, da ist ein Zahlending drauf. Echt, wo? Na hier, mitten vorne drauf, das Rad. Ja, aber das kannst du nicht bedienen. Ja, wahrscheinlich wirst du irgendwo einen Zettel finden müssen, wo die Kombination oben steht, und dann macht es von alleine. Ah, das ist blöd. Bitte nicht da lassen, der letzte Tresor hat ja so viel Geld ausgespuckt. Wann hast du einen Tresor schon gehabt? Ja, im Bunker unten, du warst ja auch unten. Ja, da habe ich keinen Tresor gefunden. Oh, Knolli, hast du nicht die Bretter eingeschlagen? Oh ja. Also ja, und gang jetzt nach vorne, da war ein offener Tresor. Da war so, Geld drin. Da habe ich alles schon rausgenommen, weil ich habe einfach nur eh gespammt, bis ich alles gehabt habe. Ja, das ist super. Hey, was? Der hat immer noch ein Rufzeichen, der Typ. Ah, das ist hier wieder wer! Ja, ist schon alles erledigt. Hehehehe. Der wirft was! Oh, hab ich gerade verbündet erschossen? Nein, doch nicht, nehme ich zurück. Draußen bei Ray Ray bellt schon seit Stunden ein Hund. Das kann nur Boomer sein. Irgendwas, da kommen schon wieder welche. Er ist sonst so ruhig. Okay, sobald die unter den Einfluss von diesem komischen Gas sind, spüren die irgendwie weniger Schmerzen, kann das sein? Ja, wie oder sie? Oh, das Flugzeug! Ja, das will ich gerade bedienen, jawohl. Ich bin da! Aber ja, nicht abstürzen, Alter. Auf jeden Fall. Kannst du das Ding ganz da umgehen damit? Ich kann nicht mehr schießen. Ich bin der beste Pilot der Welt. Na klar. Du bist Maverick. So, wo wollen wir überhaupt? Jetzt sind wir bei der Insel, ne? Wollen wir mal zu der Mission? Ja, fliegen wir mal zur Mission, ja. Da ist zwar kein Wasser, aber wir können überall landen. Oder willst du einen Apfel? Warte mal, da unten ist irgendwas an Schreien. Wollen wir den machen? Also was zum Zerstören? Alles klar. Nein! Und tschüss. Ich bin ausgeschenkt. Ich hab mir nicht bemerkt, wie ich bremsen kann. Ja, lande einfach im Wasser. Ich bremse von selber, oder? Oh Gott. Hä? Ich hab irgendwas Rotes gespürt jetzt. Hä? Ja, dass ich zu weit bin von dir. Also ja. Ich spring einfach raus. Scheiß drauf. Das nächste Mal, wenn ich einstecke, ist es mir genauer durch. Partner wurde entdeckt. Also ist er der Case. Gib einfach in Ruhe. Oh, der probiert gerade einen Truck durchs Wasser zum Fahren. Ich erschieße mal den Fahrer. Das ist, glaube ich, die einzige logische Schlussfolgerung, die man treffen kann. Er schießt auf mich, ich bin blöd. Ja, irgendwer schießt auf dich, aber ich hab den gleich. Alles erledigt. Warte mal, sind wir jetzt nicht genau wieder da, wo wir gerade waren? Ja, sicher! Okay. Du hast da Schwerer, was du denn überhaupt? Kriegst du da irgendwas? Ja, B75.
Oder zumindest WP, das ist das Widerstandspunkte. Okay, die kriege ich alle nicht, weil ich nicht Boss bin. So, wo kann ich das? Also kaufen, verkaufen, da war das. Kann ich verkaufen. Boote, Fahrzeuge, Munition, Gegenstände, Beute verkaufen. Verkaufe dir heute Fische, Zeitschriften, Karten gegen Bares. So. Was mit dir? Ist klar, zurück. Munition. Nehmen wir doch. Ah, du hast es gefunden, den Shop, ja, genau. Okay. Ah, doch, Entschuldigung, das war zu viel. Schnell mal. Silberbahn kaufen will ich nicht. Beute verkaufen, Gegenstände, kaufe erste Hilfe. LOL. 1 von 1. Warte mal, da sieht uns irgendwer. Allein da hinten ist der. 3 von 3. Ja, mehr brauche ich nicht. Wo ist er? Oh, warte. Der Kronentyp schon wieder. Oh. Mach den auf, den Typen. Der grauenhaft. Nitro gibt ja. Man ist da nicht sicher, die kommen immer wieder. Hä, hey, wo kommt der Van her? Ja, den hat euch gerade den Fahrer rausgeschossen. Aber jetzt gehen wir mal zum Dinge, zur Mission. Ja, wollen wir das Flugzeug nehmen? Wo ist es noch da? Ja, es steht irgendwo im Wasser. Da hinten? Ja, nehmen wir das Flugzeug, aber jetzt fliegen wir wirklich. Gut. Nicht immer ablenken lassen. Lass nicht ablenken. Ja. Deswegen mach durch, wie man bremsen kann. Kann man einen Greifen zerschießen? Man, es hat ein Loch, aber. Sieht nicht aus, als ob es einen Platten hat. Ich hätte gerne wieder neue Kleidung. Ich würde gerne nicht ertrinken. Ah. Da hinten ist ein Gefangener. Rechts von dir. Nicht ablenken lassen. Ja, Gefangener, es sind Punkte. Für dich. Ich hol dich gleich ab, mach du den mal. Nein, es dauert mir zu lange zu schwimmen. Aber es ist C, what the fuck ist C? Warte, komm mal. Warte, stehen bleiben! Du hast gespottet. Ja, die sollen spotten. Bist du drin? Yep. Aber vergiss nicht, gell? Langsam fliegen, wenn wir beim Ziel sind. Das Flugzeug stützt ab. Oh, ist das geil! Ich liebe es zu fliegen! Nicht so hoch, nicht so hoch! Ich habe einen Fallschirm. Du machst nichts. Ich habe keinen. Ich habe ihn geskillt. Hast du ihn nicht geskillt? Nee, ich habe unten mit dem Munition geskillt, dass ich noch mehr Waffen tragen kann auch. Ihr seht schon eigentlich? Nee, geht nicht, oder? Ah, kann ich reingucken. Da unten wäre genug Scheiße, die man machen könnte. Boah, wie weit ist das weg? Mal auf die Karte gucken. Ja, das ist schon ein Stück. Ich guck mal auf die Karte. Falls End, so heißt die Stadt. Boah, schau, wie viele Ziele wir auslassen. Hobart, Hütte, Kälterei, blöde Brücke, Hände, Tränen. Anschaut. Kürbis fahren. Chris, weißt du, wie lange die Folge schon ist? 23 Minuten. Okay. Na gut. Ab nach unten. Okay. Yeah! Ich kann Platz nicht wechseln! Nein, du Schwein! Ah, so ein Wichser, Alter! Lebst du noch? Nein, natürlich nicht! Warte, ich helfe dir. Was? Oh. Im Auto kannst du einen Platz wechseln, aber da ist es nicht gegangen! Sind da gerade Leute mit dir? Ja, ja, einer ist da. Wer schießt denn? Siehst du? Ja, ich auf ihn. Das ist ein Sieg, Knolli. Wo ist er denn jetzt? Ich bin verloren, es ist scheißegal. Bist du? Wie im Graben liegt, so richtig verkümmert. Merci! Da ist wer. Ja, ich scheiß auf dich. Okay, er scheißt nicht auf dich. Leg schon. Ja. Ah, da ist die Sau. Hat mich wer gespottet. Oh, der ist ein Hund. Wie viel hält dieser Hund aus? Mal aufschießen einfach so.
Ach so, jetzt weiß ich, was ich immer mit dem Flugzeug mache. Weltklasse. Also ich skille das jetzt ganz sicher. Du brauchst sowas nicht. Wie schießt du schon wieder? Hey, ein Auto. Hey, was? Overlay, das will ich nicht. So, also ich finde mal, das war's mal mit der Folge, ne? Ich würde sagen, war geil. Danke fürs Zusehen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da oder einen Kommentar. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss. Ciao.